Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei That's Synchronicity. Ja, wir sind immer noch im Lager, haben uns in der letzten Folge mit diesen überaus netten Herren von dem Stadttor, beziehungsweise vom Lagertor unterhalten, die ja sehr brutal zu sein scheinen und offenbar alles daran setzen, um jeden daran zu hindern, hier rauszukommen. Und wir haben auch erfahren, dass Rods Sohn Colin offenbar sehr erkrankt ist. Okay, wir machen jetzt einfach mal wie gewohnt weiter. Wir versuchen mal aus dem Lager rauszubrechen und es weit noch weiterhin zu erkunden, damit wir wissen, wo wir überhaupt überall lang gehen können. Ich rede jetzt mal mit diesem einsamen Einwohner hier. Hallo. Hallo, mein Sohn. Möchtest du etwas näher an das Feuer heran? Danke, das ist ein ziemlich abgelegener Teil des Lagers. Was machst du hier? Nun ja. Ich warte. Das ist alles. Ich warte einfach nur. Du wartest? Und worauf wartest du genau? Du wartest. Und worauf genau wartest du? Auf nichts Besonderes. Das Übliche. Darauf, dass das Feuer ausgeht. Den Sonnenaufgang. Darauf, dass es wieder kalt wird. Ich warte darauf, dass sich etwas ändert. Oder dass alles so bleibt, wie es ist. Ich warte einfach nur. Du bist zu jung, um das zu verstehen. Es wird langsam kalt. Wo ist dein Zelt und oder dein Wohnwagen? Es wird langsam kalt. Wo ist dein Zelt oder dein Wohnwagen? Ja, ich habe mal ein Zelt aufgestellt. Sie haben mir eins zugeteilt, als ich mich dazu entschlossen habe, nach der großen Welle ins Lager zu ziehen. Einen Wohnwagen hätte ich nicht gekriegt. Die gingen an die Familien mit den besten Beziehungen. Du weißt, wie es ist. Selbst im Fegefeuer sind manche Leute gleicher als der Rest. Du hast gesagt, du hättest dich dafür entschieden, ins Lager zu ziehen? Du hast gesagt, du hättest dich dafür entschieden, in das Lager zu ziehen? Heißt das, die Leute wurden nicht dazu gezwungen? Oh nein. Natürlich nicht. Warum hätten sie uns zwingen sollen? Die Katastrophe hatte die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Wer sein Heim verloren hatte, wurde eingeladen, herzukommen. Im Grunde sollte es nur vorübergehend sein, bis die Regierung die Situation unter Kontrolle hätte und mit dem Wiederaufbau anfangen könnte. Wir hatten hier Essen, Wasser und einen Platz zum Schlafen. Aber jetzt ist es eher ein Lager für Gefangene als für Flüchtlinge. Was ist passiert? Ich bin nicht sicher. Ich denke, etwas ging schief. Und die neuen Häuser, die sie versprochen hatten, wurden nie gebaut. Am Ende hat die Armee die Kontrolle über das Lager an sich gerissen. Das Essen ging zur Neige. Und das Wasser. Und damit das bisschen Lebensqualität, das wir noch hatten. Und niemand hat sich darum gekümmert, das wieder zu richten. Es war, als hätten unsere Leben einfach keine Bedeutung mehr. Ich verstehe. Mit der Zeit wurde die Lage hier richtig hässlich. Es gab Aufstände, Proteste. Und die Armee entschied sich, das Tor zum Lager zu schließen. Eines Tages hatten sie plötzlich beschlossen, dass niemand mehr kommen und gehen durfte. Naja, in Wahrheit war es noch möglich. Also das Reinkommen. Jetzt werden hier alle hingebracht, die in der Stadt im Weg sind. Oder bei denen sie nicht wissen, was sie mit ihnen anfangen sollen. Also ist das hier jetzt so etwas wie ein Konzentrationslager? Richtig, mein Sohn. Das ist genau das, was es ist. Hartes das ist Wort. Bitter. Ich erinnere mich daran, wie mein Vater uns vom Krieg in Europa erzählt hat. Von den Verfolgungen, den Deportationen, den vollgestopften Zügen. Das klang alles wie aus einem Gruselfilm. Aber sieh uns heute an. Ich schätze mal, manche Dinge ändern sich nie. Sie werden nur gerade eben lange genug unsichtbar, dass wir sie vergessen können. Wo ist dein Zelt jetzt? Und wo ist dein Zelt jetzt? Es wurde mir vor einer Weile gestohlen. Die erzielen inzwischen einen guten Preis auf dem Schwarzmarkt. Gestohlen?
Aber wie könnte jemand... Du scheinst neu im Lager zu sein. Hab ich recht? So etwas passiert heute einfach. Man nimmt die Dinge am besten, wie sie kommen. Die Realität der neuen Welt ist simpel. Die Soldaten und Spitzel tun auf dieser Seite des Zauns, was immer sie wollen. Und der Jäger und seine Leute betreiben den Schwarzmarkt und die ganzen dreckigen Betrügereien. Du solltest dir das alles gut merken. Der Jäger. Ich habe ein paar Worte mit ihm gewechselt, aber ich kenne ihn kaum. Ja, der Mann, der mich während der Schießerei beschützt hat. Er scheint ganz gute Beziehungen und einige Antworten zu haben. Könnte er etwas über das Heilmittel für die Zerflossenen wissen? Weißt du, wo ich ihn finden kann? Du findest ihn in den Baracken hinten. Das ist sein, nennen wir es, Logistikzentrum. Der Jäger ist ein sehr gefährlicher Mann. In seiner Nähe und der seiner Männer solltest du Acht geben. Ich habe seinen Vater kennengelernt, als ich jung war. Er war ein gewalttätiger, heruntergekommener Hurensohn. Von so einem sollte man sich lieber fernhalten. Und ich fürchte, sein Sohn tritt in seine Fußstapfen. Lass uns über etwas anderes reden. Sag mal, gibt es einen Weg, aus dem Lager herauszukommen? Sag mal, gibt es einen Weg, aus dem Lager herauszukommen? Es tut mir leid, mein Sohn. Der einzige Weg aus dem Lager ist, jemanden Wichtigen zu kennen, der dir einen Gefallen schuldet, oder ein Lagerspitzel zu werden. Diese verräterischen Mistkerle haben Pässe fürs Tor. Ich verstehe. Ich bin nicht überrascht, dass du aus diesem Drecksloch raus willst. Du hast da draußen zweifellos was zu erledigen oder jemanden zu finden. Es heißt, in der Stadt wäre die Lage besser. Dass es dort Ordnung gibt und dass die Dinge wieder anfangen zu funktionieren. Aber wer weiß schon, ob da was dran ist. Naja, immerhin haben sie Reverend Blake und den Trost des Suicide Park. Suicide Park? Suicide Park? Was ist das? Nichts. Nur ein Lied, das von der anderen Seite des Zauns manchmal ins Flüchtlingslager herüberdringt. Der Text geht ungefähr so. Und die ersten dunklen Sterne erscheinen am Himmel. Wir könnten uns hinsetzen und sie gemeinsam zählen. Du und ich. Wenn die Sonne den Suicide Park verlässt. Ich bin mir sicher, du hast noch Hoffnungen und Träume. Ich fürchte, du bist zu jung, um das zu verstehen. Wer ist Reverend Blake? Wer ist Reverend Blake? Er ist ein Prediger, der manchmal aus der Stadt kommt, um uns etwas Trost zu spenden. Einige lachen ihn aus, aber manche von uns glauben, er wäre ein Prophet. Du solltest ihn mal reden hören. Seine Worte reichen tief in deine Seele. Deswegen hat er so viele Anhänger im Lager und außerhalb. Wie heftig waren die Auswirkungen der großen Welle? Wie sieht es jenseits der Stadt aus? Um ehrlich zu sein, kann ich dir das nicht sagen. In den ersten Tagen war das Chaos so überwältigend, dass sich niemand Sorgen um etwas anderes als um sich selbst gemacht hat. Wir waren verwirrt, von der Welt abgeschnitten. Dann kam ich in das Lager. Und es dringen keine Nachrichten von der Außenwelt bis in dieses Gefängnis vor. Ich fürchte, du musst hier rauskommen, um diese Frage zu beantworten. Tja, ich sollte mich auf den Weg machen. Viel Spaß beim Warten. Ich gehe mal hier rein. Mal gucken, was hier drin auf mich wartet. Oh. Eine Bar? Hätte ich jetzt nicht erwartet hier drin.
Ein paar geöffnete Bierdosen, zerbeult und leer. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber ich finde ihren Geruch nach abgestandenem Alkohol ekelhaft. Wie die meisten Gerüche hier. Nimm mich mal mit. Wenn es mir angeboten wird. Da jault die Hintergrundmusik für diesen Laden. Der Lautsprecher gibt einen bedrückenden, eintönigen Country-Song von sich, der mir auf die Nerven geht. Du bist doch gerade erst angekommen. Viele dieser Flaschen wurden schon geöffnet. Und sie sehen so aus, als wären sie schon 100-mal neu befüllt worden. Sie sind mit einer grauen Flüssigkeit gefüllt, die ziemlich unappetitlich aussieht. Barmann, Stammgäste, der Jäger. Von verschütteten Getränken, Glasabdrücken und Rost verfärbt. Der Barmann steht auf der anderen Seite und lächelt stumpfsinnig vor sich hin. Ich rede mal mit dem. Gibt es noch mehr zu entdecken? Und gibt es? Jemand hat sich die Mühe gemacht, die Motorhaube einer alten Corvette abzumontieren und hier reinzubringen. Einfach nur, um einen albernen Bartisch daraus zu machen. Hocker? Dieser alte Metallhocker dient als Tisch. So wie das Ding aussieht, möchte man sich da auch nicht draufsetzen. Die gut gelaunten Stammgäste der Bar. Ich nehme an, die graue Flüssigkeit, an der sie nippen, ist Alkohol. Aber ich kann nicht sagen, welche Sorte. Er vermutlich auch nicht. Hey, das ist der Mann, mit dem ich während der Schießerei der Reinigungsbrigaden geredet habe. Was hat er nochmal gesagt, war sein Name? Der Jäger? Ich rede mal mit dem Barmann. Willst du was bestellen, Kumpel? Nein, ich habe leider kein Geld dabei. Das ist hier kein Problem. Wir akzeptieren nicht nur Bargeld, sondern auch Tauschhandel. Wir nehmen alles an, das einen Wert hat. Abgesehen von Schecks natürlich. Interessanter Laden. Bist du der Besitzer? Interessanter Laden. Bist du der Besitzer? Nein, Kumpel. Zieh da mal keine falschen Schlüsse. Ich arbeite hier nur. Der Laden gehört dem Jäger, wie jedes andere Geschäft hier im Lager. Er ist der Oberboss. Ich verstehe. Was verkauft ihr hier? Alles, was du essen oder trinken kannst. Und alles, was in eine Dose oder eine Flasche passt. Für alles andere musst du direkt mit dem Jäger sprechen. Was brauchst du? Alkohol? Zigaretten? Essen? Ja, zurzeit brauche ich nichts dergleichen, aber ich behalte es im Kopf. Danke. Ich habe am Eingang einen Stapel Fässer gesehen. Aus reiner Neugierde. Was ist da drin? Nichts. Nur ein paar Sachen, die gelagert werden müssen. Nimm dir diesen Rat zu Herzen. Steck deine Nase nicht in die Angelegenheiten des Jägers, wenn du sie in deinem Gesicht behalten willst. Okay, war ja nur neugierig. Theke, Stammgäste, der Jäger. Ich würde eigentlich noch nicht gerne... Vielleicht triggere ich irgendwas, wenn ich jetzt mit ihm rede. Ich gehe nochmal raus. Und gehe jetzt mal auf die andere Seite. Oh, was haben wir denn hier schönes? Pokerspieler. Autos, Maschinen, Stahl, Beton... Sogar das Skelett eines alten Baukrans. Dieser Ort ist ein Friedhof des Industriezeitalters. Dieser laute Stromgenerator scheint ziemlich alt und kaputt zu sein, aber er funktioniert. Ein riesiger, verrotteter Tank, um Regenwasser zu sammeln. Alles deutet darauf hin, dass die große Welle das Konzept des fließenden Wassers auf einen Streich ausgelöscht hat. Zumindest auf dieser Seite des Zauns. Pokerspieler? Zwei Männer, die Poker spielen. Ich nehme an, dass die Zeit hier nur sehr langsam vergeht. Auch wenn nur wenige Münzen auf dem Tisch liegen, scheinen die Männer sehr angespannt zu sein. Ich glaube, keiner der beiden verliert gern eine Runde. Diese Kerle haben einen Kartentisch für ihr Pokerspiel improvisiert, indem sie ein Brett über zwei alte Reifen gelegt haben. Ohne Zweifel hat der Mangel an Ressourcen den Einfallsreichtum der Leute im Lager geschärft. Das Wrack eines alten Eiswagens. Ich glaube nicht, dass er ohne seine Reifen noch irgendwo hinfahren wird. Er sieht aus wie das riesige Skelett eines gestrandeten Wals. Was haben wir hier noch? Ein dichter Wall aus Schrott, Schutt und verrostetem Eisen umgibt diesen Ort an allen vier Seiten. Er ist mehrere Meter hoch. Ich kann kaum glauben, dass er noch steht. Ich rede einfach mit dem Mädchen im weißen Kleid. Sie ist eine sehr junge Frau, praktisch noch ein Mädchen. Sie spielt ganz alleine mit etwas, das sie zwischen dem Schrott und dem Müll gefunden hat. Hallo, Herr Schlafmütze. Entschuldigung, wie hast du mich genannt? Du bist Herr Schlafmütze. Ich habe gesehen, wie du im Wohnwagen von Colin geschlafen hast. Ich bin so froh, dass du jetzt wach bist.
Ich habe nicht geschlafen. Ich war sehr lange krank im Wohnwagen. Ich habe nicht geschlafen. Ich war sehr lange krank in dem Wohnwagen. Nein, du warst nicht krank. Du hast geschlafen. Wie ein großer Stein, Herr Schlafmütze. Manchmal habe ich dir beim Schlafen in Rods Haus zugesehen und du hast im Schlaf gegrunzt wie ein Bär. Ein großer, fauler Bär, Herr Schlafmütze. Aber ich bin froh, dass du jetzt wach bist. Ich mag deine Stimme. Du klingst wie ein Ritter in einem Märchen. Herr Schlafmütze? Nein, so heiße ich doch gar nicht. Ich bin Michael. Nein, du willst mich nur reinlegen. Du bist Herr Schlafmütze. Mein Name ist Rose. Das Verhalten dieses Mädchens ist seltsam. Sie ist zwar ziemlich jung, aber sie redet wie ein ganz kleines Mädchen. Hm. Schön, dich kennenzulernen, Rose. Also, die ist mich echt seltsam. Kennst du auch Rod und Colin? Natürlich. Ich gehe oft zu ihrem Haus rüber. Natürlich nur, wenn sie mich aus dem Van lassen. Rod und seine Frau waren sehr nett zu mir. Manchmal lassen sie mich mit Colin spielen. Wir sind sehr gute Freunde. Bist du auch ein Freund von Rod und Colin, Herr Schlafmütze? Ja, ich bin auch mit ihnen befreundet. Willst du, dass ich dir ein Geheimnis verrate, Herr Schlafmütze? Natürlich. Ich habe deine alten Sachen. Die, die du anhattest, als Rod und seine Frau dich gefunden haben. Ich habe sie im Van. Sie wollten sie wegwerfen. Aber dann haben sie sie mir gegeben, um mein Baby darin einzuwickeln. Ihm wird kalt werden, jetzt wo der Winter kommt. Dein Baby? Du hast ein Baby, Rose? Ja, ich habe ein Baby. Aber er ist jetzt nicht bei mir. Ich habe ihn verloren. Hast du ihn gesehen? Weißt du, wo er ist? Ich habe noch ein anderes Geheimnis für dich, Herr Schlafmütze. Zurück in den Van, Rose. Jetzt! Beweg deinen Arsch! Geh da rein! Noch ein Geheimnis? Moment noch, warte! Geh in den Van, Rose! Es ist ein sehr wichtiges Geheimnis, Herr Schlafmütze. Etwas über dich, etwas von vor der großen Welle. Aber erst muss ich mein Baby finden. Hast du ihn gesehen? Komm schon, Rose, du hast mich gehört. Du willst uns doch nicht wütend machen, oder? Ich muss los. Auf Wiedersehen, Herr Schlafmütze. Armes Mädchen. Sie ist ja total verwirrt. Sie ist nur ein kleines Kind im Körper einer Frau. Und du? Wenn du mit ihr da rein willst, musst du bezahlen, wie alle anderen. Ja, ich verstehe schon, worum es hier geht. Hey, Leute. Redest du mit uns, Kumpel? Ja. Ist das ein Stromgenerator? Davon habe ich hier noch nicht viele gesehen. Ist das ein Stromgenerator? Davon habe ich hier noch nicht viele gesehen. Ja, in diesem Drecksloch kannst du die an einer Hand abzählen. Heutzutage kann man solche Generatoren nicht mehr überall kaufen. Und seit die Stromversorgung vor die Hunde gegangen ist, kannst du drauf wetten, dass die Dinger mehr wert sind als dein Leben. Wir benutzen den, um das Zimmer von Rose zu beleuchten. Wir schützen gerne unsere Investitionen. Komm ihm also nicht zu nahe. Die Dinger sind sehr anfällig. Und sie haben die schlechte Angewohnheit zu verschwinden. Und wir wollen doch nicht, dass das passiert, oder? Ich erkenne seinen Synchronsprecher. Das ist der Synchronsprecher von Kakashi aus Naruto und Alistair aus Dragon Age Origins. Ich erkenne die Stimme sofort wieder. Das arme Mädchen ist nicht ganz richtig im Kopf. Sie redet wie ein kleines Kind. Wie könnt ihr Typen nur so skrupellos sein? Rose ist erwachsen und verdient ihren Lebensunterhalt. Wie wir alle es hier im Lager versuchen. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten, Kumpel. Ihr nutzt ein armes, verwirrtes Mädchen aus. Wir? Rose ausnutzen? Wir? Du beleidigst uns. Wir geben ihr Unterkunft und Verpflegung. Sie kann sich über nichts beklagen. Aber sie muss arbeiten. Das ist alles, was wir von ihr im Gegenzug verlangen. So sind die Dinge heute nun mal. Bring uns das Geld und du darfst die Kleine im Van besuchen. Und tu uns den Gefallen und spar dir den ganzen scheinheiligen Mist aus der alten Welt, Kumpel. Vergeude nicht unsere Zeit. Lasst mich in den Van. Ich will nur kurz mit Rose reden. Natürlich. Es geht uns nichts an, was du mit ihr machen willst. Aber wenn du in den Van willst, musst du dafür bezahlen. Hast du Geld dabei? Nein, ich habe kein Geld bei mir. Dann komm wieder, wenn du welches hast und stör uns nicht weiter. Wir haben einen sehr vollen Zeitplan. Das Mädchen hat von einem Geheimnis erzählt, das mich betrifft.
Etwas von vor der großen Welle. Es schien wichtig. Aber was kann es sein? Vielleicht war es nur ein Produkt ihrer Fantasie. Aber ich muss im Van mit ihr reden, um ein paar Antworten zu bekommen. Ich werde mit dem nötigen Geld zurückkommen. Das klingt schon viel besser. Ich sehe, wir sprechen langsam dieselbe Sprache. Ich habe nichts mehr mit euch zu bereden. Okay, würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal an der Stelle Schluss und dann werden wir uns mal mit diesem Jäger unterhalten. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.